Nun, ich sehe, wir haben eine Mission. Ich habe da wirklich Bock, das zu machen. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für die einzig wahren Ägypto-Lügen. Wir decken auf, wo gelogen wird, Freunde. Holt euren Aluhut raus, setzt ihn auf, gegen die 5G-Strahlung, versteht sich, und dann ab für ein neues Ägypto-Lügen-Video. Rein da. Sie vertuschen es. Ist wahrscheinlich die bekannteste antike Stätte der Erde. Von der großen Pyramide bis zur Sphinx und darüber hinaus können die meisten wahrscheinlich ihre Augen... Gott, sie klingt viel zu freundlich. Der Name Sphinx wird nur erwähnt und ich bin schon wieder auf dem Level, wo ich mir denke, wisst ihr, was ich letztens über die Sphinx gelesen habe? Das ist unfassbar. Du meinst den ägyptischen Minister, der da niemanden runterlässt in den Tempel? Ja. In den Tempel, in dem alle Infos drin sind? Einfach jeder dritte Rogan-Podcast, Alter. Ich wette, die haben da unten einen Quantenrechner. Ich schwöre. Augen schließen, um es sich vorzustellen. Doch diese Denkmäler gehören nicht nur zu den bekanntesten. Weißt du, was ich mich heute freue? Ist sie schlecht oder ist das eine AI-Stimme? Ich freue mich schon darüber, dass man das nicht mehr weiß. Ja, die Tür hinter dem Ohr. Das ist nicht die einzige Tür, Freunde. Da sind noch mehr Türen. What a time to be alive. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt ein Mensch ist, der mir das erzählt. Ja, Mann. Sondern auch zu den mysteriösesten der Erde. Trotz jahrhundertelanger intensiver Studien sind wir uns immer noch nicht sicher, wer diese Dinge gebaut hat und warum. Sind uns nicht sicher, warum. 8 Kilometer südwestlich des Gizeh-Plateaus, in der alten Nekropole von Sayed al-Aryan, existiert eine Stätte. Das ist AI, oder? Ich weiß es nicht, Digga. Ich bin mir nicht sicher. Clean Tree, dankeschön. Dankeschön. Die das fehlende Teil des Puzzles liefern können. Und ja, Olgiert, ja, Quantenrechner wie bei den Iranern. Wer das gesehen hat, oh mein Gott, war das lustig. Für alle, die es nicht wissen, die haben irgendeine kaufbare KI-Karte vorgestellt als ihren eigenen Quantenrechner-Riesen-Riesen-Ding. So wirklich so witzig. Könnte den Schlüssel zum Verständnis aller ist bestimmt eine AI-Stimme. Letztens bei einem Fotowettbewerb ist ein Foto als AI disqualifiziert worden und dann musste der Fotograf dahin und Welle machen, weil es echt war. Ja. Also auch die Richtung haben wir mittlerweile Probleme. Oh mein Gott. Ja, ist so. Ja. Das wird richtig witzig. Habt ihr mitbekommen, dass diese KI-Erkennungssoftwares die amerikanische Konstitution als von KI geschrieben erkennen? Ja, war auch wieder auch ein riesen Verschwörungsding, Alter. Ging sofort wieder los, Zeitreise. Größten Geheimnisse Ägyptens enthalten könnte. Im Mai 1900 forschte ein italienischer Architekt und Ägyptologe namens Alessandro Barzanti an einem Ort, der als Stufenpyramide in Sayed al-Aryan bekannt ist. Barzanti hatte jahrzehntelang für den ägyptischen Altertumsdienst gearbeitet und wurde berühmt für seine Entdeckung des Grabes von Echnaton. Das ist aber jetzt schon eine moderne Loftanlage da. Das sieht aus wie eine Ferienanlage auf Antalya. Das Airbnb, Alter, kannst du mieten. Oder jedes moderne Minecraft-Haus. Ja. Ist auch so. Stell dir mal vor, mit den Bildern postet denn einer bei Airbnb. Wie gut das wäre. Ich würde es lieben. Ja. Im Jahr 1891, aufgrund seiner großen Erfahrung, erkannte er schnell, dass die Stufenpyramide seine Zeit nicht wert. Sorry, Freunde, wir sind schon eine Minute im Video drin. Da ist das Grab von echt na toll. Um 1900 war sie kaum mehr als ein Trümmerhaufen und noch dazu kein besonders beeindruckender. Darüber hinaus waren ihre unterirdischen Kammern unvollendet und frei von Artefakten. Barzanti kam, wie andere vor ihm, zu der Überzeugung, dass es sich bei der Anlage nie um eine fertige Pyramide gehandelt hatte, sondern um eine Pyramide, die begonnen und dann aufgegeben wurde, nachdem der König, der das Projekt in Auftrag gegeben hatte, starb. Entmutigt packte Barzanti sein Team zusammen, um nach Gizeh zurückzukehren und nach einem neuen Projekt zu suchen, das er weiterverfolgen konnte. Auf der Rückreise stolperte Barzanti zufällig über etwas Erstaunliches. Etwas, Stargate? Das sein Leben für immer verändern sollte. Goa'uld? Anstatt die übliche Straße entlang des Randes der Wüste zurück nach Gizeh zu nehmen, entschied sich Barzanti für einen weniger befahrenen Weg, der entlang eines oberen Plateaus führte, das einen atemberaubenden Aussichtspunkt auf das umliegende Gelände bot. Als er von diesem Plateau hinausblickte. Aber du kannst mir doch nicht sagen,
so ein atemberaubender Aussichtspunkt ist genau der, da ist noch nie jemand hingegangen. Nee. Das ist er. Das ist der Special Way. Ja. Ey, wir könnten da oben und da können wir uns einen Überblick verschaffen oder wir gehen hier unten durchs Tal. Naja, lass mal durchs Tal gehen. Also da oben, ja, fährt einfach immer durchs Tal. Ja, aber da oben ist doch viel mehr Sonne, Digga. Ja, könnte auch windig sein, du. Könnte auch richtig windig sein, Digga. Oh, ein bisschen unbequem. Oh, da hast du wieder Sand im Auge. Lass mal. Ja, nee, aber auch gar keinen Bock. Ja, aber wir sind Forscher. Ja, aber Sand im Auge, Digga. Ja, nee, baby, ich kann's mal. Und meine Sandallergie auch. Etwas, das seine Aufmerksamkeit erregte. Ungefähr 2,5 Kilometer nördlich der Stufenpyramide schien der Boden mit großen Granitfragmenten sowie einer Art von Granitpulver übersät zu sein, das zurückbleibt, wenn Steine während des Baus poliert werden. Die Implikationen davon wurden Basanti sofort klar. Wie er in den Notizen festhielt, ich dachte sofort, dass sie auf die Stelle eines Feldes zeigten, wo sie die Blöcke und beweglichen Gegenstände bearbeitet hatten, die für ein großes Grab bestimmt waren, und dass dieses Grab in der Nachbarschaft versteckt werden sollte. Bisher ist das so eine klassische Besoffenen-Story, ne? Fragte sich Basanti. Ägyptologen führten seit den 1830er Jahren Studien in Sayed al-Aryan durch. Wie schön das aussieht. Nie zuvor hatten sie etwas anderes als die unscheinbare Stufenpyramide aufgezeichnet. Er musste es herausfinden. In seinen Worten: Ich stieg einen Hügel hinauf, um das gesamte Gelände zu überblicken. Und plötzlich erkannte ich südlich des Hügels die Überreste eines riesigen rechteckigen Gebäudes, dessen Mauern kaum aus dem umliegenden Land herausragten. Große Kalksteinblöcke blieben noch an Ort und Stelle. Ich bin mir schon relativ sicher, dass er da reingegangen ist und einen Kreuzritter gefunden hat und aus dem richtigen Kelch trinken musste, oder? Ja. Bin ich der Einzige? Nee, ist ja genau das, was passiert ist. Und er lebt auch heute noch. Ja. Auf jeden Fall, Freunde, der bußfertige Mann wird bestehen, ne? Aber die meisten anderen lagen verstreut hier und da zwischen Kalksteinklumpen. Und denkt immer daran, Jesus war Zimmermann. Ja. Also studierte ich sorgfältig die Anordnung des Geländes und bald bemerkte ich in der Mitte des Plateaus eine kleine Senke, die ein Becken bildete, und eine Art Graben, der von Norden nach Süden verläuft. Am Ende überzeugte ich mich selbst, dass ich in der Nähe eines unbekannten Monuments war, das groß genug war, um gewöhnliche Ausgräber zögern zu lassen. Basanti war so fasziniert von dem Potenzial dieses unbekannten Denkmals, dass er nach Gizeh eilte. Er bereitet das Loch vor. Und ein Team von 50 Männern zusammenstellte, die am nächsten Tag zu der mysteriösen Stätte zurückkehrten, um eine vorläufige Erkundung durchzuführen. Es dauerte nur 2 Tage, bis Basanti erkannte, dass seine Intuition richtig. Guck mal, was er da alles freigemacht hat mit dem kleinen Pinsel. Ich kann sagen, hat er das Loch vorher, Alter, ey. Der hat aber. Ja, ich sag dir, ich wette, das ist eine versteckte Dyson-Werbung oder so. Gewesen war, unter der Erde war eine Art immenses rechteckiges Gebäude begraben. Als sie mit den Ausgrabungen begannen, stellte Basanti und sein Team schnell fest, dass es sich bei dem vermuteten rechteckigen Gebäude tatsächlich um eine riesige, aus Kalkstein gebaute Grube handelte, die tief in die Erde hinabstieg. Darüber hinaus begannen sie zu erkennen, dass die Grube nicht nur von Wüstensand umgeweht worden war und sie in den Jahrzehnten vor Basantis Ankunft vor Forschern verborgen hatte, sondern absichtlich mit einer wirren Masse von Kalksteinblöcken mit einem Gewicht von jeweils 3 bis 4 Tonnen gefüllt worden war, die irgendwann willkürlich hineingeworfen wurden. Langsam begannen Basanti und sein Team damit, diese Blöcke zu entfernen und gruben dabei immer tiefer. Könnte es eher sein, dass da vielleicht mal ein Bauwerk stand und die was drunter gebaut haben und das eingestürzt ist? Nein, Olli. Nee. Zugeschüttet. Okay. Nein, ich glaube, die wollen da halt richtig was verstecken und deswegen haben sie alle Steine, die sie gefunden haben, da reingeworfen. Aber die haben die haben die vorher aber in Form geschlagen. Genau, natürlich. Das macht ist auch Sinn. Wichtig, ja. Weil passt besser. Ja, stapelt sich besser. Oder, ja. Oder es war, das ist auch richtig gut von Franz, es war die Steinmüllgrube. Alle Steine, die nicht perfekt geschliffen wurden, wurden da weggeschmissen. Ja. Oh Gott, stell dir vor, ey, wenn die wirklich so gut darin waren, was heute niemand erklären kann, die Dinger zu transportieren und zu bearbeiten, einfach denken so, nee, der ist nicht ganz 90 Grad, mach ihn in die Steingrube. Mach ihn in die Steingrube. Wir haben genug. Tiefer in die Grube.
Die Arbeit war langsam und mühsam, aber jetzt bis sie am 8. Dezember etwa... Kannst mir erzählen, was du willst, aber wenn du da die Dimensionen immer von all den Sachen siehst... Absurd. Digga, da fragst du dich halt schon, was soll das? Ja, das waren halt entweder eine ganze Menge Menschen oder die waren viel schlauer, als wir dachten. Oder die hatten einfach, weißt du, also es gibt so Sachen, Zeit ist ja auch noch so ein Punkt. Technologie. Ja. Ich glaube, das nämlich auch. Oder das. Guck mal, ihr seht doch, seht ihr da nicht an der Kante diese Verbrennungsspuren von Lasern? Ja, natürlich. Ja. Du weißt doch, du kennst doch auch die ganzen Inschriften. Egal wo, jede Pyramide auf der Welt, Olli, zeigt Wesen an einem Kommodore sitzen. Ja. Kennst du diese ganzen zum Teil übelst schlimmen Fake-Steinbilder von so Avataren, die auf irgendwelchen Tastaturen rumtickern und so, wo du immer denkst, ey Leute. Deckten, Innovation neu entfachen, sondern sofort ihre gesamte Wahrnehmung des Ortes verändern würde. In einer Tiefe von 21 Metern stießen sie auf einen großen rosafarbenen Granitblock, der einen Teil der Mauer bildete. Dieser war anders als die Kalksteinblöcke, die sie bis zu diesem Zeitpunkt freigelegt hatten. Rosafarbener Granit ist viel wertvoller und viel schwieriger zu bearbeiten. Er wurde von den alten Ägyptern nicht nur für irgendetwas verwendet, was Barsanti anzeigte, dass die Stätte etwas Besonderes sein muss. Bei weiteren Ausgrabungen fand das Team weitere rosa Granitblöcke, die mit dem ersten verbunden waren. Das ist ja auch das Schwierige. Sie kann das jetzt einfach behaupten und ich würde es erstmal schlucken. Ja, nee, doch. Bis sie im Februar 1905 einen riesigen 30 Tonnen schweren rosa Granitblock freilegten, der den Boden der Grube abzugrenzen schien und das Fundament einer Art Pflaster bildete. Barsantis jahrzehntelange Erfahrung sagte ihm, dass dieser Block der Fund war, auf den er gewartet hatte. Ein Hinweis, wie er glaubte, auf den Eingang zu einer unterirdischen Welt, die sicherlich voller Gräber und unsagbarer Schätze war. Gleich eine ganze Welt? Digga, hat irgendjemand Eye of the Beholder gespielt? Wo ist das Interface? Wo sind meine vier Helden? Wo sind die Gegner? Was diese Möglichkeit für Barsanti also, besonders... Also kurz, Fact-Checking. Rosengranit oder auch roséfarbener bis rosaroter Granit aus Ägypten fand seine umfangreiche Anwendungen in pharaonischen und römischen Epochen. Krass. Aufregend machte war, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht feststellen konnte, wer die mysteriöse Grube gebaut hatte. Bei Ausgrabungen hatten er und sein Team zahlreiche Inschriften gefunden, die in die Steine der Städte gehauen waren. Seltsamerweise waren Barsanti und andere Ägyptologen in Gizeh und Kairo, denen Barsanti Skizzen geschickt hatte, nicht in der Lage gewesen, Die sitzen schon, oder? Das garantiert, die denken, das ist irgendwas ganz Krasses, aber das ist in Wirklichkeit eine Anleitung von der öffentlichen Toilette, wie du zu sitzen hast. Nee, da sind drei Leute und die gehen auf die Teleporterringe zu. Ja, ich glaube auch. Entweder das. Stimmt. Naja, sicher. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das nicht insgesamt, guck mal, das ist so ein Freeletic-Sportplatz einfach. Ja. Du hast da da die verschiedenen Sachen für Übungen und so. Oder ist das ein Rave? Das ist auch eine gute Idee hier. Deutung dieser Inschriften zu entschlüsseln, da die Gelehrten... Oben rechts? Ja. Das ist ein Typ mit einem Ständer an einer Gartendusche. Ja. Ja. Schon auch. Ja, und links, wenn du in der Mitte schaust... Links, was ist eine Shisha oder eine Bong? Nein, links in der Mitte, das letzte, das ist ja auch der Typ mit dem Ständer der Dusche, aber... Ja, den größeren Ständer. Der kleinere Typ mit dem größeren Ständer. Nee, da ist er fertig, weil das ist ja eindeutig Armhöhe, Olli, jetzt sei mal nicht so. Ach so. Das denke ich auch. Ah, ich verstehe. Weil der links das Symbol neben ihm ist ja Pi, der macht Mathe und deswegen duscht er ohne Ständer. Während der oben rechts, das ist ja eindeutig nicht Pi neben ihm. Verstehe. Das ist der Pharao, tut das Not, ja. Ja. Unten rechts finde ich interessant, da war sich offensichtlich der Innenarchitekt richtig uneins mit sich selber, was den Stil der Chaiselongue angeht. Ja, sehe ich auch so. Also Innenarchitekt war schon damals echt schwierig. Sich nicht einig waren, was sie bedeuteten und wem sie zugeschrieben werden konnten. Mit jeder neu entdeckten Inschrift wuchs die Kontroverse. Wenn, wie Barsanti glaubte,
unterirdische Kammern unter dem rosa Granit zu finden. Die Kontroverse. Habt ihr das kleine grinsende Schweinchen da rechts gesehen? Mit dem, ja. Dass die Augen so zu, weiß ich nicht. Wenn, wie Barsanti glaubte, unterirdische Kammern unter dem rosa Granit zu finden waren, würden sie die Schöpfer dieser Inschriften enthüllen? Und welche anderen Geheimnisse könnten sie bergen? Barsanti wollte es herausfinden. Und so begann er zu versuchen, unter dem Boden der Grube zu graben, indem er Heber und andere Maschinen verwendete, um den 30 Tonnen Granitblock zu bewegen und darunter zu spähen. Aber als er es tat, fand er einen weiteren riesigen Granitblock und darunter einen weiteren. Surprise! Lass mich raten, let me guess. Und noch ein? Und darunter einen weiteren. Another one. Another one. Also im Moment sind wir schon bei 90 Tonnen Granit, Alter. Hat er damit gerechnet, dass er, wenn er den ersten hochhebt, dass da nichts drunter ist? Dass der so schwebt, oder? Ja, hätte ja sein können, der erste Dach. Nee, Alien-Technologie, ja, schwebt. Ja. Was soll das? Ich habe übrigens wegen dir, Flo, wollte ich noch mitteilen, die ganze Zeit einen Ohrwurm. Wir haben uns vorgenommen, ja, im Leben zu nichts zu kommen. Oh mein Gott, das ist aus Hooligans, oder? Bisher, ja. Oh mein Gott. Fest und Arbeit, scheu. Ja. United treu. Ich wollte Green Street sagen. Das ist echt, oh mein Gott, ey. Ja. Dann oder einen weiteren, aufgestapelt und jeder mit einer Rille an den darüberliegenden Block gebunden. Aber warum, fragte sich Barsanti, warum sich die Mühe macht. Digga, das Bild könnte auch aus irgendeiner x-beliebigen Horror-Doku sein. Es der ist doch nicht echt, also rechts. Ist das gezeichnet? Ja, ist das ein Foto? Was ist mit dem? Das ist nicht echt. Das ist der ägyptische Slenderman. Ja. Der kommt und will dir auch einen Staubsauger verkaufen, weil Staubsauger in der Wüste gehen echt das gut. Das ist Slendermon, ja. Machen, wertvollen rosa Granit wie diesen unter der Erde zu stapeln. Bevor er diese Frage beantworten konnte, würden Barsanti und sein Team eine weitere Entdeckung machen, die sich als die bemerkenswerteste und rätselhafteste an der ganzen Stätte erweisen Habt würde. Habt ihr jemals schon mal wie davon Barsanti gehört? Barsanti schrieb, während diese Suche auf der Nordseite fortgesetzt wurde, entdeckte ich am 12. März fast in der Mitte der Westseite ein Objekt in völlig neuer Form. Es ist ein ovaler Bottich aus rosafarbenem Granit, poliert wie ein Spiegel, mit einer Tiefe von 1,05 Meter. Er ist aus einem der Böcke des Bürgersteigs gehauen, der den Boden der Grube einnimmt. Dieser Bottich allein war nicht nur erstaunlich mit seinen polierten, spiegelähnlichen Seiten und seiner seltsamen ovalen Form. Bruder, wo kommt er denn her, dass er noch nie eine Badewanne gesehen hat, Alter? Du, ich sag's jetzt einmal und danach nicht wieder. Kinderblut. Also für mich sieht es eher so aus, schön, dass wir drüber gesprochen haben, als wäre das so eine einfach so eine kleine Creme-Packung für halt Riesen-Aliens. Für mich sieht das aus wie ein prähistorischer Legostein. Ja, klar, logisch. Das erklärt auch wieder die Größe von allem. Also doch Riesen. Ja. Oder wir sind halt klein. Sondern, bemerkte Barsanti, es schien, dass jemand in der Vergangenheit große Anstrengungen unternommen hatte, um ihn zu schützen. In seinen Worten, sie hatten über dem Deckel eine Kalkschicht ausgebreitet und über dem Kalk ein dickes Bett aus gut verteiltem Lehm, das ihn vollständig daran hinderte, mit den darüber gestapelten Kalksteinblöcken in Kontakt zu kommen. Diese waren außerdem regelmäßig platziert worden, nebeneinander auf den Ton, um die kostbare Form mit einer Art isolierendem Schutz zu umschließen. Wäre das eine Anleitung, wie ich das baue, würde ich auf jeden Fall scheitern. Ja, ich wollte auch sagen, ich raff's auch nicht. Kalk. Warum wurde das getan, fragte sich Barsanti. Warum? Welche was ist das für ein Pfeil? Was sagt mir der linke Pfeil? Warum zeigt er auf Barsanti? Ne, das ist eher, wie er gerade sagt, warum wurde das getan? Ja. Nun. Und wer ist das rechts da? Und warum ist das wirklich alles so groß? Das ist halt das Ding. Warum? Alles ist zu groß. Ja. Bedeutung, der einen solchen Schutz erforderte. Er glaubte, dass die Antwort im Bottich enthalten sein müsse. Kennt jemand von euch Baran? Das Ganze war nicht nur sorgfältig geschützt worden. Weiß jemand im Chat Bescheid, wofür das wirklich ist? Sondern wurde auch von einem dicht schließenden Deckel gekrönt, der aus ähnlich poliertem Granit bestand und mit Gips gegen den Bottich abgedichtet war. Langsam entfernten Barsanti und sein Team den Deckel. Aber als sie ihn abhoben, waren sie enttäuscht. Der Tank des Bottichs war leer.
Er enthielt keine Artefakte, keinen großen Schatz, der sorgfältig gehütet wurde. Eigentlich war er nicht ganz leer, wie Barsanti feststellte. Ich habe nur bemerkt, dass die Seitenwände mit einem schwarzen Band ausgekleidet waren, das 0 Meter und 10 Zentimeter hoch war. Wahrscheinlich handelt es... Jetzt bin ich mir sicher, dass das auch von der KI geschrieben wurde. ...sich um die leichte Ablagerung einer Flüssigkeit, die als Opfergabe oder Labsal in den Bottich gegeben wurde und die im Laufe der Jahre verdunstet wäre. Also doch für Barsanti enthüllte diese seltsame schwarze Ablagerung die ungewöhnliche Natur der Wanne. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass dieser Tank ein unbenutzter Sarkophag war, aber ich glaube das nicht. Die Sorgfalt, mit der er geschützt wurde, beweist, dass er etwas enthielt, und die schwärzliche Ablagerung weist auf die Art dieses Inhalts hin. Wäre sie damals leer gewesen, hätte man sie nicht vorsichtshalber unter einer riesigen Menge von Blöcken versteckt. Es war klar, dass das Geheimnis der Grube bei Sayed Ar- Es ist schon, also ich fand den Guess aus dem Chat schon ziemlich gut, dass es war flüssiges Corona und ist dann halt Stück für Stück entflochen. Nein, also, entflohen, wollte ich sagen. Das ist, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ja. Kinderblut. Es war entweder Adrenochrom. Ja. Oder es war das Böse. Und erst danach ist die Menschheit so verkommen, wie sie es heute ist. Du hast Prometheus deswegen gesehen, ne? Konnten wir das nicht mehr. Deswegen konnten wir das nicht mehr bauen und nicht verstehen. Und nicht. Es war vielleicht nicht das Böse, es war einfach das Dumme. Es war das Dumme! Und die Ägypter lügen haben, also nee, haben nicht die Ägypter lügen, die Ägypter haben das damals weggesperrt. Ach man, Barsanti. Ja. Ah, da das macht so Sinn. Das macht alles jetzt Sinn. Das fünfte Element, die Dummheit. Die Dummheit. Feuer, Wasser, Erde, Luft und Dummheit. Darian immer tiefer wurde und Barsanti glaubte, dass er es lösen musste. Die Ausgrabung wurde fortgesetzt, bis Barsanti und sein Team einen riesigen rosafarbenen Granitblock freilegten. Geht das jetzt eine Stunde so weiter, dass sie immer irgendwelche rosanen Granitblöcke finden? Nein, aber sie haben und Bottiche. Ich finde auch gut, sie haben jetzt, sie sind beim vierten, fünften rosafarbenen. Also da in der dritten Reihe sind ja eindeutig zwei angekommen und sagen, jetzt hören wir auf. Also fünf. Aber stell dir mal vor, du hast 120 Tonnen fucking rosa Granit, der so viel Eisen enthält, dass alles, was du damit bearbeitest, früher oder später einfach wegrostet. Stell dir mal vor, du bist da 120 Tonnen tief und dann kommt einfach nur Boden. Ja. Dann kommt einfach nur Sand. Voll traurig, oder? Wie ätzend das sein muss. Ja. Genau. Genau, Loki. Und darunter pinke Ping-Pong-Bälle. Der sich von Wand zu Wand direkt in der Mitte der Grube erstreckte und Barsanti so vorkam, als wäre er dort wie eine Art Korken in den Boden gelegt worden. Was das bedeutete, war sich Barsanti sicher. In seinen Worten markierte dieser riesige, korkartige Block sicherlich den Eingang zu den inneren Wohnungen, die unter der Erde verborgen waren. Als Barsanti seine Arbeit fortsetzte, seine Jagd nach diesen inneren Gemächern, verbreitete sich die Kunde von seinen Heldentaten in ganz Ägypten und in der Welt der Ägyptologie. Viele waren es. Ich sag dir, Barsanti hat das einfach mit AI machen lassen, die ganze Story auch. Ja, safe, Alter. Mit seinen Heldentaten. Skeptisch, dass er finden würde, wonach er suchte. Aber mit der AI entschieden sich stattdessen zu glauben. O'Shitterick zitierte übrigens gerade das Intro von Captain Planet. Die Zerstörung unseres Planeten durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden. Sie sendet 5 Ringe mit magischen Kräften an 5 Auserwählte. Ich wünschte, das würde passieren. Ich wünschte, das würde Realität werden. Bitte, lass das Realität werden. Captain Planet war unserer Zeit voraus. Ich sag euch. Guck mal hier, Wikipedia. Heute befindet sich die Baqa-Pyramide, das ist die übrigens, in einem militärischen Sperrbezirk. Ausgrabungen sind bis auf Weiteres nicht gestattet. Die Pyramiden-Nekropole ist größtenteils von Bungalows überbaut und Gerüchten zufolge wird der Grabschacht als lokale Mülldeponie benutzt. Der derzeitige Zustand der Grabanlage ist unbekannt und womöglich desaströs. Menschen.
Warum? Ach. Weil sie müssen das wieder zuschütten, das Loch, ja, was Bassanti da geöffnet hat. Was ist effektiver, als etwas einfach mit Tonnen von Müll zuzuschütten? Leute, und natürlich wird das Militär Müll bewachen. Natürlich. Sehr logisch. Klar. Sehr wichtig, der Müll. Wer kennt's nicht? Das Batte, dass die Grube in Zayed al-Aryan in Wirklichkeit nur das Fundament für eine Pyramide war, die nie gebaut wurde. Aber dann geschahen ohne Vorwarnung zwei Dinge, die Barsantis Überzeugung zu stützen schienen. Zuerst begannen Barsanti und sein Team am nördlichen Ende der Grube damit, eine sorgfältig fertiggestellte Treppe freizulegen, die steil aus der Grube herausführte. Dies war nicht die Art von Treppen, die für Arbeiter geschaffen wurden. Sie war zu steil und zu gut verarbeitet und wirkte fast zeremoniell. Der Typ, der zu inneren Wohnungen oder Kammern führen kann. Als nächstes geschah etwas noch Unglaublicheres. Am 31. März 1905 kam es zu einem schrecklichen Sturm, der die Wüste mit sintflutartigen Regenfällen bombardierte und die Grube mit über 3 Metern Wasser füllte. Unglaublicherweise sank der Wasserstand in der Grube wenige Stunden nach dem Sturm abrupt um 1 Meter. Sicherlich, behauptete Barsanti, müsse das daran liegen, dass das Wasser in eine Art unterirdische Kammer sickerte, in die versteckten Wohnungen, von denen er glaubte, dass sie darauf warteten, unter der Grube gefunden zu werden. Dies war der einzige Beweis, den Barsanti... Er hat den Besen wieder ausgepackt. Nochmal, 200 Meter tiefer. ...brauchte, um seinen Glauben zu bestätigen. Und er schwor, seine Bemühungen zu verdoppeln und trieb sich fast in den Wahnsinn, um herauszufinden, was dahinter steckte. Sofort begannen er und sein Team, den rosafarbenen Granitboden der Grube aufzureißen und versuchten, grob durch den Stein in den Boden zu graben. Doch dies erwies sich als äußerst schwierig. Die Blöcke waren riesig und schwer und, was noch schlimmer war, mit einem starken Mörtel versiegelt. Außerdem waren sie wie ein Puzzle ineinander verzahnt und einen zu bewegen bedeutete, das ganze Set zu stören. Bis Ende 1906, immer noch ohne gefunden zu haben, was unter der Grube in Zayed al-Aryan lag, ging Barsanti das Geld aus, was ihm... Oh. Wie traurig das klang. Barsanti das Geld aus. Ich sterbe. Oh. Wie so ein Digga, der hatte überall Granit. Wie so ein schlecht vorgelesenes Kinderbuch einfach. Teuer verkaufen für Böden. Bitte. Und zwang die Arbeit einzustellen und sein Team nach Hause zu schicken. Aber er würde nicht aufgeben. Jahrelang suchte er nach weiteren Fördermitteln und versicherte allen, die es hören wollten, dass er kurz vor einer erstaunlichen Entdeckung stehe. Schließlich erhielt er 1911 seine Finanzierung und fast 5 Jahre nach seiner Abreise kehrte er zurück, um die Ausgrabungen wieder aufzunehmen. Diesmal würde es Barsanti nicht auf die leichte Schulter nehmen und seinem Team befehlen, die Kalksteinblöcke, die das östliche Ende der Grube bildeten, brutal zu entfernen. Und so, Freunde, letztes Mal hat das nicht funktioniert, was wir gemacht haben. Jetzt entfernen wir die Steine bitte brutal. Seid aggressiv dabei. Einen Tunnel zu graben, der eine einfachere Entfernung des rosa Granitbodens ermöglichen würde. Angesichts des Gewichts der Blöcke, des zementartigen Mörtels und des ineinandergreifenden Musters war die Arbeit die schwierigste, die sein Team je unternommen hatte. Aber für Barsanti bewies dies nur seinen Standpunkt. Wer auch immer das Gelände gebaut hatte, hatte sich sicherlich so viel Mühe gegeben, die Blöcke des Bodens unbeweglich zu machen. Hat er jemals daran gedacht, außenrum zu graben? Oder Laser zu benutzen. Paul, du bist an der Sache dran. Weil sie ein Versteck verbergen sollten. Sicherlich hatten die Erbauer so große Sorgfalt darauf verwendet, etwas zu schützen. Leider war die Arbeit so schwierig, dass Barsanti erneut das Geld ausging, bevor er das Rätsel lösen konnte. Barsanti kann aber zum zweiten Mal Geld umgehen. Digga, ich sag dir, Barsanti ist einfach unfähig hoch 10, ist so oft gescheitert, dass er dann irgendwann gesagt hat, diese Grube, wir schmeißen da jetzt unser Müll rein. Nee, Barsanti ist einfach schweinereich gewesen danach. Der hat sich beim ersten Mal schon gedacht, ja klar, liebes Ministerium, kostet so ein Meißel 8.000 Mark.
Mark vor allem. Davon brauche ich 60 Stück. Und auch diesen Hammer für 6.000 Mark. Davon brauche ich auch noch mal 100 Stück. Die Pinsel. Mit dem Rest dann nach Hause Pinsel gegangen. Vergessen. Meinst du, die haben so gearbeitet mit einer Spitzhacke und einem Hammer? Fände ich irgendwie voll witzig. Spitzhacke ansetzen mit einem Hammer, also auf die Spitzhacke. Also war bei Klo ein Meißel, aber wir können da jetzt eine Spitzhacke draus machen. Nee, fände ich irgendwie schon witzig. Auch ich glaube, die sind da auch lang gelaufen und haben die ganze Zeit hi-ho, hi-ho. Hey-ho. Wir sind vergnügt und froh. Du meinst Schneewittchen oder Snow White and the Seven Mythical Creatures? Ja. Vagarana, du bist da vielleicht an der Sache dran. Was, wenn man herausfindet, dass in der Zeit um, also nach 1906, zwischen 1906 und 1920, sagen wir mal, erstaunlich viele öffentliche Toiletten mit rosa Granit gepflastert wurden, der erstaunlich billig zu kaufen war in der Zeit in Ägypten. Oder U-Bahnen. Ja, oder U-Bahnen. Ja. Klar. Mal musste er um die Welt reisen, um einen neuen Wohltäter zu finden. Aber bevor er einen finden konnte, brach der Erste Weltkrieg aus und schloss die Städten Ägyptens für weitere Erkundungen. Chat hat's gelöst. Die haben doch die Dummheit befreit. Und seitdem saßen die alle an der Bande und haben mit ihren Meißeln auf die Hämmer gehauen. Ja, natürlich. Da ging halt nichts mehr. Da ist kein Zentimeter. Erster Weltkrieg jetzt? Zufall? Ja, nee, glaube ich nicht. Ich bin mir sicher, wenn wir uns die Steine genau angucken, sehen wir irgendwo einen Augenstern. Ja, nachdem die Dummheit entfernt wurde, war vorbei. Dann, im Jahr 1917, starb Barsanti unerwartet im Alter von 59 Jahren. An Dummheit. Anstatt Barsantis Arbeit fortzusetzen, vergaßen die Ägyptologen einfach die Städte und ließen das Rätsel, was sich darunter verbarg. Genau, die haben das alle vergessen. Ja. Ungelöst. Im Laufe der Jahrzehnte füllte sich die Grube langsam mit Sand und. Stimmt, auch das ist ein wichtiger Hinweis vom Chat. Er starb unerwartet. Wait a second. Wurde ignoriert. Wait a second. Nee, warte, Paul. Bis 1900... Mit den Anführungsstrichen. Er starb. Unerwartet. Bis 1906, wollen die mir erzählen, lag das Ding frei und er musste ein bisschen pinseln und dann haben sie das gefunden. Jetzt wollen sie mir erzählen, dass nach der ganzen Geschichte das Ding einfach voll mit Sand ist und vergessen wurde? Ja, weil keiner mehr das Loch frei gepinselt hat. Keiner hat mehr gepinselt. Ja, das wird sein. Ja. Das ist schlecht. Die ganze Pinselkolonne, die waren alle weg. In den 1950er Jahren als Kulisse für den Film Das Land der Pharaonen von 1954 ausgewählt wurde. Um den Filmset vorzubereiten, wurde die Grube von Sand befreit und die Grube wurde so hergerichtet, wie sie zur Zeit ihrer Entstehung ausgesehen hätte. Dies bot die Möglichkeit, zum ersten Mal atemberaubend. Außerdem war das einfach nur ein Film. Die haben sich gedacht, scheiß auf Archäologie und haben die Böden einfach weggesprengt. Das hat eine Woche gedauert und alles war freigelegt. Ich sag dir, das war eine verdeckte Operation. Die haben, natürlich haben die einen Film gedreht, aber worum es eigentlich ging, ist, dass in Hollywood, dass in Hollywood seit den 1950ern sämtliche öffentliche Toiletten mit rosa Marmor gepflastert sind, der erstaunlich günstig zu kaufen war. Weiß kaum einer, aber ich verstehe, ich finde auch geil, dass so, ey, ich brauche da Finanziers und viele tatkräftige Leute. Ey, wir machen mal einen Film. Können wir das Ganze mal mit von Sand befreien? Ja, okay, bitte bis morgen. Okay, cool. Alter, du bist ja genial. Der Film als verdeckte Operation. Und was sie da in der Szene rausziehen, sind lauter Statisten und die ziehen den Bottich raus. Guck doch. Ja. Das ist der Bottich. Das ist der Bottich. Der Bottich mit der Anleitung, wie man so offensichtlich, wie es nur geht und es wird niemand merken. Ja. Da ist die Anleitung drin, wie man aus rosa Marmor Fliesen machen kann. Glaubende Fotos und Videos von der Baustelle aufzunehmen. Guck dir das an, das ist genial. Fasziniert von den erstaunlichen Aufnahmen, die im Film gezeigt werden, beschlossen zwei italienische Gelehrte, Vito Maraggiolo und Celeste Rinaldi, zum Ort zu gehen und weitere Nachforschungen anzustellen. Bewaffnet mit Barsantis Originalnotizen wollten sie seine Arbeit endlich fortsetzen. Laser. Doch als sie Anfang der 1960er Jahre ankamen, stellten sie fest, dass sich die Grube wieder mit Sand gefüllt hatte, der entfernt werden musste. Eine gigantische Sanduhr. Bevor ernsthaftere Untersuchungen begonnen werden konnten. Folglich war das,
was sie in ihrer kurzen Zeit vor Ort erreichen konnten, begrenzt. Wie sie in einem Bericht über ihre Arbeit schrieben: Unsere eigenen Vermessungen und Ausgrabungen konnten nur oberflächlich sein und ermöglichten es uns, nur wenige Einzelheiten des rudimentären Überbaus zu bestimmen. Wird Zeit für ein Remake. Der Grund dafür, dass sie nicht weitergehen konnten, war, dass der Zugang zum Gelände 1964 plötzlich von der ägyptischen Regierung eingeschränkt wurde, die unerwartet Zayed al-Aryan als Standort für eine neue Militärbasis auswählte. Marajoy. Wir haben alle diese Doku gesehen, wo Moazumang ja aufgedeckt hat, was das mit den Aryan auf sich hat und wo das eigentlich herkommt, aus welcher Ecke. Seid ihr auch die ganze Zeit am Überlegen, ob das zusammenhängt, weil Aryan, ob das in irgendeiner Art und Weise vielleicht gleichen, ist das Zufall? Das, I don't know, also hat das einen gleichen Wortstamm oder so? Weiß das ich einer? Also, frag ganz ehrlich. So. Klingt die ganze Zeit so, aber hat wahrscheinlich miteinander nichts zu tun, ne? Okay, alles klar. Ich glaube, das eine war auch Iran und nicht Ägypten. Ich bin mir nicht sicher. Julio und Rinaldi wurden schnell ausgewiesen und Forscher würden nie wieder einen Blick auf die mysteriöse Grube werfen, deren Geheimnisse inmitten von Militärbungalows verloren gingen. Die Frage ist, warum das ägyptische Militär Zayed al-Aryan als Basis auswählte und den Zugang zu einem so mysteriösen Ort genau in dem Moment einschränken wollte, in dem das Interesse an seinem Mysterium erneuert wurde? Natürlich behaupten heute viele Mainstream-Ägyptologen, dass es kein Rätsel zu lösen gibt, dass die Stätte von Zayed al-Aryan nichts weiter ist als eine unvollendete Pyramide. Jetzt auch mal Real Talk, Freunde. Ihr kennt ja wahrscheinlich Occam's Razor. Und es wird wahrscheinlich am Ende so sein, dass die ägyptische Regierung einfach fucking unfähig ist, sowas findet, dann sagt so, oh mein Gott, bevor da irgendjemand was macht, das müssen wir machen. Militär hin, alles zublocken und dann kriegen die nix geschissen über Jahre und verkacken es halt einfach. Und jetzt ist das Ding voller Müll und nie hat da einer was gemacht, weil die einfach unfähig sind. Ich denke, das ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür. Aber es macht viel mehr Spaß, über solche Sachen nachzudenken, wie rosa Granittoiletten. Ihre riesige Grube, die Überreste eines Fundaments sind, das für diese Pyramide begonnen wurde. Sie stören sich nicht daran, dass der Zugang eingeschränkt ist, weil sie glauben, dass es nichts mehr zu untersuchen gibt. Doch wie viele der Hat übrigens auch gerade so schockiert, dass das Video noch nicht mal die Hälfte hat. Informationen von Mainstream-Ägyptologen ist die Behauptung, da war schon wieder dieses Wort, dass die Stätte von Zayed al-Aryan einfach eine unvollendete Pyramide ist. Ich glaube, ein Argument mit wenig Beweisen und vielen offensichtlichen Löchern. Zunächst einmal erklärte die einzige Person, die die Stätte jemals offiziell persönlich untersuchte, Alessandro Barsanti, der, wie Sie sich erinnern, ein angesehener Ägyptologe mit jahrzehntelanger Erfahrung war, ausdrücklich, dass er nicht glaube, dass es sich um eine unfertige Pyramide handele. Es könnte gefragt werden, woher die Idee kam, dass es sich um eine unfertige Pyramide handelte, wenn nicht von der Person, die sie tatsächlich untersucht hat. Aber es gibt noch mehr. Wenn die Grube nur das Fundament für eine Pyramide war, warum bestand ihr Boden dann aus riesigen, ineinandergreifenden Granitblöcken, die mit einem starken Mörser zusammengehalten wurden, wie ein ineinandergreifendes Puzzle? Ganz klar, weil Kranplätze verdichtet sein müssen. Hat er recht. Das ist eine dumme Frage. Können wir gleich wieder nach Hause fahren. Ja? Originale Nichtskönner, ey. Wirklich. Dass ihre Entfernung verhindern sollte. Warum machte man sich solche Mühe, einen so erstaunlichen... Aber mal legit gefragt. Jetzt, wir nehmen mal eine Pyramide und man guckt ja immer innerhalb der Pyramide. Aber hat schon mal jemand unter einer Pyramide geguckt, was da ist? Also legit? Ist unter einer Pyramide vielleicht noch eine Pyramide? Oder was ist unter so einer Pyramide? Steht die einfach nicht, auf Sand? Unter einer Pyramide ist? Ich weiß legit nicht, was unter einer Pyramide ist. Sind da die Grabkammern oder was? Pyramiden sind ja nur die Spitzen von den gigantischen Pylonen in der inneren Hohlerde. Ah, verstehe. Das sind ja nur die Spitzen dieser Obelisken, die aus der inneren Hohlerde zu uns durchstoßen. Der Technikraum. Also, der Technikraum gefällt mir. Also Olli, dass du das nicht weißt. Ja, Serverraum. Komplexen. Wenn die Grube nur als Teil eines Pyramidenfundaments mit Kalkstein gefüllt werden sollte,
Warum überhaupt rosa Granit verwenden? Wie bereits erwähnt, war rosa Granit sowohl äußerst wertvoll als auch notorisch schwer zu bearbeiten. Und besonders beliebt in Bädern. Zayed al-Aryan zu erreichen, müsste rosafarbener Granit aus einem Steinbruch in Assuan, etwa 930 Kilometer entfernt, auf riesigen Lastkähnen den Nil hinuntertransportiert und dann kilometerweit durch den Sand gezogen worden sein, um die Städte zu erreichen. Dies scheint eine unglaubliche... Ohne Spaß. Das ist halt jedes Mal, wenn ich sowas höre, und wegen so, ja, wir wissen's, aber das sind halt aber zigtausend Tonnen von Granit und die transportieren wir halt jetzt 900 Kilometer. Das ist immer der Punkt, wo ich aussteige und mir denke, woher? Wohin? Wieso? Wohin? Warum? Ja. Das ist halt, das ist legit das, wo ich mir denke, echt? Weißt du, und das alles mit Menschen? Ich glaube, klar. Sklaverei und so, absolut klar. Aber so viele? Du, wer weiß, ob es einfach auf einen großen Fehler zurückgeht und der große Pharao gesagt hat, oder einer seiner Berater vielleicht auch, wir haben nicht genügend Stein. Ich hab eine ganz andere Theorie, jetzt mal ganz blöd. Bleiben wir bei dem Beispiel mit, wir haben nicht genug Stein. Wenn ein Steinvorkommen abgebaut ist, ist ja da nichts mehr. Ja. Dann kannst du ja heute schlecht hingehen und sagen, hier ist ja gar kein Steinvorkommen. Ja, no shit, Sherlock, ist ja auch alles in der Pyramide verbaut. Das nächste Steinvorkommen ist ja 900 Kilometer weg. Das weißt du doch nicht, ob da früher nicht eins daneben war. Ist wahr. Macht doch gar keinen Sinn, Bruder. Das ist wirklich wahr. Naja, das weiß ich schon. Hier Verschwendung von Zeit, Mühe und Geld für etwas zu sein, das vergraben werden sollte. Wenn die Grube ein Pyramidenfundament war, warum nicht einfach Kalkstein verwenden? Es geht auch um die an der Stätte gefundenen Inschriften. Wenn es wirklich nichts mehr zu untersuchen gibt, warum können sich Ägyptologen dann bis heute nicht darüber einigen, was die Inschriften bedeuten und woher sie stammen? Und was ist mit dem ovalen Bottich, dem mysteriösesten aller Dinge, den Barsanti während seiner Arbeit auf der Baustelle gefunden hat, den wenn die Grube ein Pyramidenfundament... Ja, ich liebe alles an Archäologie, weil wenn sich am Ende rausstellt, dass das einfach die Grube war, wo die Arbeiter halt ihre Notdurft drin verrichtet haben, während sie arbeiteten, und heute so, weißt du, 2000, 3000, 4000 Jahre später, die Menschen so, boah, das muss übel die Bedeutung haben, das Ding ist hochpoliert, wer weiß, ob das muss was Religiöses sein. Ich liebe es, dass solche Missverständnisse legit sein können. Ich liebe das. Dann ist ja, es wie in Pompeji. In Pompeji, wo diese ganzen Inschriften an den Häusern stehen, wo dann rauskam, dass da überall einfach nur Pimmel steht. Und ja, so. Ja, ja. Oder mit dieser Häkelhilfe, wo sie alle gesagt haben, oh, astronomischer Kalender und zum Sterne- und Mondzeiten messen und so. Und dann so eine Hausfrau so, nee, Leute, guck mal, damit kann man prima häkeln. Ah, ja, okay, war eine Häkelhilfe. Das Ding ist doch so gut. Etwa. Welchem Zweck diente dann dieser fein gearbeitete Behälter? Warum wurde er so kunstvoll in ein Oval geschnitzt, was viel schwieriger zu fertigen ist als ein Rechteck, der wie ein Spiegel poliert ist, mit einem perfekt passenden Deckel, wenn er doch nur abgedeckt werden sollte? Und warum sollten sie es so sorgfältig mit Kalk und Ton schützen? Diese Runen sind sehr weit oben. Genau das, Joel. Das war auch so geil. Und es in ineinandergreifende Blöcke des Bodens einbetten, um sein Entfernen zu verhindern? Was war außerdem der schwarze Rückstand, den Barsanti darin entdeckt hatte? Was hatte diese mysteriöse Wanne einmal enthalten? Zusammengenommen ist klar, dass die Behauptung, die Grube von Zayed al-Aryan sei einfach eine unfertige Pyramide, bestenfalls verdächtig und schlimmstenfalls völlig falsch ist. In jedem Fall ist klar, dass ein großes Geheimnis bleibt. Also, was war die Grube bei Zayed al-Aryan? In der Neuzeit haben einige begonnen, eine Antwort zu geben. Und sie beginnt 8 Kilometer entfernt auf dem Gizeh-Plateau. Die große Pyramide von Gizeh gilt bis heute als eines der größten Mysterien der Erde. Trotz jahrhundertelanger Forschung sind sich Wissenschaftler immer noch nicht ganz sicher, wie sie gebaut wurde oder welchen Zweck sie hat. Die gängige Meinung besagt, dass sie als Grabmal für den Pharao Khufu aus der 4. Dynastie errichtet wurde,
Doch viele haben darauf hingewiesen, dass ihr die Eigenschaften fehlen, die andere Gräber in ganz Ägypten auszeichnen. Es wurden nie menschliche Überreste darin gefunden, ebenso wenig Artefakte, Schmuck oder Kunst. Oder vielleicht, weil das Ding einfach so groß ist, dass jeder wusste, da ist bestimmt was Wertvolles drin. Haushaltsgegenstände, mit denen ein begrabener Pharao für den Gebrauch im Jenseits begraben wurde. Da es diese Löcher in der Vorstellung von der großen Pyramide als Grab gibt, sind im Laufe der Jahre viele andere Theorien aufgetaucht, die ihren Zweck erklären. Von einem astrologischen Tempel bis zu einem Ort zur Lagerung von Getreide und darüber hinaus. Eine der erstaunlichsten Theorien. Getreide. Ja, ein Silo. Hä? Und das Weizen haben sie auch aus 900 Kilometer Entfernung durch den Nil dahin geschickt? Oder? Das haben sie online bestellt. Ach so, ja. Verstehe. Hm. Zu Zeiten der Alien-Technologie war da überall nicht Wüste, da war überall paradiesisches Land. Überhaupt entstand in den 1960er Jahren dank eines Mannes namens Edward Kunkel. Edward. 1962 veröffentlichte Kunkel ein Buch mit dem Titel Pharaoh's Pump, das die Welt der Ägyptologie erschütterte. Darin argumentierte er, dass die Passagen und Kammern in und unter der großen Pyramide, die Leitungen und Oh Gott, jetzt wird's richtig wild. Leute, haltet euch fest, bitte. Wenn jetzt diese Elektroscheiße kommt mit den Chemikalien, oh mein Gott, jetzt wird's richtig wild. Was einer riesigen Wasserpumpe waren, die dazu verwendet worden wäre, Wasser in die Wüste zu schicken, um das Land zu bewässern. Laut Kunkel enthielt die Pyramide tatsächlich zwei Pumpen. Eine unterirdisch, dargestellt durch die mysteriöse unterirdische Kammer der Pyramide, und die andere oberirdisch, in der mittleren und oberen Kammer. Zusammen würden sie zwei Ströme erzeugen, die Pyramide durch Schächte an der Nord- und Südseite verlassen. Auch eine Sache übrigens, die mich schon immer stört, da ist echt viel Haus für echt wenig Zimmer. Ja, ich glaube, da ist noch sehr viel Zimmer, von dem wir nichts wissen. Finde ich immer schade, dass da so arschviel Haus ist für so wenig Zimmer. Jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir, wie enttäuschend. Ich dachte, das Ding wäre komplett voll. So ein ganzes Labyrinth voller Räume. Aber nee. Wenn gerade jemand schreibt, also ein richtig großer Rasensprenger. Richtig. Gardena guckt gerade zu und ist so. Da können wir was draus machen. Überrascht nicht, dass Kunkels Arbeit große Skepsis hervorrief. Nicht nur bei Ägyptologen, die die Theorie rundweg ablehnten, sondern auch bei Ingenieuren, die darauf hinwiesen, dass Kunkels Entwurf die Erzeugung eines Vakuums, eine Reihe von Ventilen erfordert hätte und eine Art von brennbarem Kraftstoff und eine Verbrennungskammer zum Antrieb der Pumpe. Da sie jedoch nicht an die gleichen Einschränkungen wie die Mainstream-Ägyptologie gebunden war. Habt ihr das gehört? Mhm. Ich höre Habeck leise weinen im Hintergrund. Begannen viele Ingenieure, sich Kunkels Arbeit genauer anzusehen und erkannten, dass sie nicht völlig unbegründet war. Während Kunkels Zwei-Pumpen-Design wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre, stellten einige Ingenieure fest, dass eine Wasserpumpe tatsächlich sinnvoll sein könnte. Frage: Wenn da sehr viel und sehr oft Wasser durchgeflossen wäre, müsste man das nicht an Spuren innerhalb der Gänge erkennen? Just asking. Nein. Okay. Oder gar nie. Eine Wasserpumpe ist ein einfaches Gerät, das seit Jahrhunderten verwendet wird, um Wasser aus einem Reservoir an einen anderen Ort zu befördern, indem es zwei bewegliche Teile und die Schwerkraft nutzt. Oder haben sie das gebaut, weil sie gedacht haben, das funktioniert bestimmt. Dann haben sie es gebaut und festgestellt, funktioniert doch nicht. Haben sie stehen lassen. Gar nicht. Lass den Typen da drin fallen. Machen wir ihn jetzt mit dem Riesending. Okay, wenn schmeißt ist gar nicht der Pharao, der da drin liegt oder nicht liegt, sondern einfach der Erfinder von dieser Pumpe. Ja. Schmeißt halt die Toten drin. Ja, was, wenn die anfangen zu riechen? Ja, keine Ahnung, pack die halt in Baus, zum dann baust halt größer. Ja, baust größer. Hätten die Erbauer der großen Pyramide wirklich eine Wasserpumpe von solch gewaltigem Ausmaß erschaffen können? Als sich die Möglichkeit eröffnete, griffen andere Forscher und Gelehrte die Idee auf und entwarfen ein theoretisches Layout, bei dem die große Pyramide mit Wasser aus dem westlichen Nil
und dem nahegelegenen Lörrissee gespeist wurde. Der nahegelegene Lörrissee? <Ja. lacht> Nun. Genau der, Olli. Ich verstehe. Ja. Die sich jeweils auf einer höheren Höhe befanden und machten sie laut den Forschern zu perfekten Quellen für ein schwerkraftgespeistes Wassersystem auf dem Gizeh-Plateau. Einige glaubten sogar, dass die Stützmauer, von der bekannt ist, dass sie einst den Pyramidenkomplex umgab, ein Damm für ein Reservoir vor Ort gewesen sein könnte. Als immer mehr Menschen zu der Überzeugung kamen, dass die große Pyramide... Aber ist das theoretisch möglich? Weil es klingt so verdammt theoretisch möglich. Ja, ne, das Ding an den Pyramiden... absoluter Schwachsinn, weil nichts davon logisch und möglich ist. Das Problem ist halt, da stehen diese riesigen Dinger. Und um sowas Riesiges zu bauen, das muss ja einen Grund haben. Und irgendwie jetzt nur die Toten da reinstopfen, ist halt auch weird. So, also mindestens genauso weird, wie dass das eine große Rasensprengeranlage ist. So, das ist beide für mich einfach seltsam. Weil ich denke mir so, wenn es um die Toten geht, ja, pack die halt unter die Erde oder in eine Höhle irgendwo. Aber warum baust du sowas? Warum machst du so einen Riesenaufwand, so einen Scheiß? Vielleicht hatten die so extrem krasse Krankheiten und das war eigentlich damals so ein Quarantäne-Ding für Tote. Ich weiß nicht, keine Ahnung, Mann. Verrecken, es wird dieser Fluch der Pyramiden hat sich ja auch irgendwie durchgesetzt, diese Erzählung davon, weil Leute mit wahnsinnig aggressiven Schimmelsporen in Kontakt gekommen sind und so ein Shit und dann daran irgendwie verreckt sind. Gerade so Ende des 19. Jahrhunderts und so, als sie angefangen haben, in den Dingern da zu forschen. Vielleicht auch sowas. Ja, dass das einfach Quarantänezeug war. Digga, ich sag's, Aliens, Mann. Wirklich eine riesige alte Wasserpumpe gewesen sein könnte, wurden sie von einem einfachen, übergreifenden Argument unterstützt. Der Wirtschaftlichkeit. Denken Sie darüber nach. I don't wanna be here. Send help. Wie bin ich hierher gekommen? Wir sehen nicht, was hinter der Sphinx gerade passiert, ne? Die große Pyramide... Das ist der Blick, wenn jemand sagt, das Medikament gibt es auch als Zäpfchen. Ja. Mike, bitte. Nee, gibt es nur als Zäpfchen. Das ist das Thumbnail, nur damit wir uns einig sind. Das hier ist das Thumbnail. Das in richtig schön groß. Richtig nah rein. 2,3 Millionen Blöcken, die jeweils zwischen 25 und 80 Tonnen wiegen. Was bedeutet, dass der Bau 20 Jahre gedauert hätte, wenn Arbeiter 12 Blöcke pro Stunde, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bewegt und verlegt hätten. Darüber hinaus wurde geschätzt, dass die Das geht ja gar nicht. Dreischichtsystem und ohne Gewerkschaft bei der Größe, also sorry. Unglaublich. Das lässt ja keiner zu mit mindestens 20 Urlaubstagen im Jahr. Stellung der Pyramide, angepasst an moderne Dollarwerte, mehr als 5 Milliarden US-Dollar gekostet hätte. Warum all die Mühe und all diese Kosten... Digga, das macht gar nichts. Du konntest dich damals auch einfach Gottkönig nennen. Das egal, wie viel das kostet. Was macht denn so eine Umrechnung für einen Sinn? Das ist wie heute in den Vatikan fahren und sagen, tut das Not, dass das alles Gold ist? Das ist ja nur absoluter Schwachsinn. Da ist er wieder, der Pharao. Nur für ein Grab auf sich nehmen. Offensichtlich hatten die ägyptischen Pharaonen mehr Spielraum als moderne, demokratisch gewählte Autoritäten. Hast du gesehen, die Pyramide ist geflogen? Das für ein dummer Vergleich. Autoritäten, aber sie waren nicht völlig losgelöst. Da haben sie sich verraten gerade in der Doku. Löst von den Realitäten der Finanzen und der Wirtschaft. Wäre es nicht sinnvoller, sich all diese Mühe für etwas zu machen, das eine höhere Kapitalrendite bringt, wie zum Beispiel eine Wasserpumpe. Wie Aktien. Mit der sie ihre Zivilisation bewässern und ihr Volk ernähren können. Hier müssen wir einen Schritt zurücktreten, um auf den Punkt zu kommen. Digga, ganz ehrlich. Wenn die große Pyramide... Schieß mal auf die BRD GmbH. Ägypten AG it is, Alter. Ich sag's dir. Was ist denn jetzt los? Jede wirklich eine riesige Wasserpumpe war... Haben die dich geschafft, den Nil auszutrocknen? War da nicht irgendwas? Sind die nicht deswegen alle... Hier haben alle einige die Punkte miteinander verbunden und sind zu der mysteriösen Grube bei Zayed al-Aryan zurückgekehrt. Sie glauben, dass die Stätte keine unfertige Pyramide war, sondern ein Abflussort für Wasser, das von der großen Pyramide gepumpt wurde. Der riesigen Grube, die als Reservoir... Oh,
Wir bilden uns ganz kurz, Freunde. Ihr schreibt jemand nämlich gerade, das in der Mitte ist übrigens nicht die Cheops-Pyramide, das ist die Chefrin-Pyramide. Die ist kleiner als die Cheops-Pyramide und sieht nur deswegen höher aus, da ihr Steigungswinkel größer ist und ihre Basis weiter oben steht. Zu erkennen ist die Chefrin-Pyramide einfach an der besser erhaltenen Außenverkleidung nahe der Spitze, die deswegen wie eine Haube aussieht. Wenn euch also jemand die mittlere Pyramide als Cheops-Pyramide verkaufen will, ist das ganz einfach Bullshit. Wow. Okay, Cheops, sagen die Leute. Das würde Cheops heißen. Heißt das Cheops oder Cheops? Cheops. Eigentlich schon, oder? Ja, nicht Cheops, Cheops. Also nicht wie Cheops. Shire. Cheops. Sondern Cheops. Cheops. Ja. Cheops. 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 Auf jeden Fall aber nicht Cheops, Freunde, hier. Cheops. Hört auf hier. Für folgendes Wasser konzipiert war. Sie betrachteten die ovale Wanne und wie fest sie mit Lehm und Kalk versiegelt war und vermuten, dass das Wasser vielleicht hier heraufkam. Vielleicht war es zu einer Zeit, als die Pumpe nicht mehr benutzt wurde, versiegelt worden, um ein Auslaufen zu verhindern, und die Grube wurde schließlich später mit einem Wirrwarr von Kalksteinblöcken gefüllt, als ob eine Quelle begraben würde. Denken Sie daran, als Barsanti diese Blöcke geräumt hatte, war das Wasser eines sintflutartigen Regensturms in den Boden gesickert. Barsanti dachte, dies sei auf das Vorhandensein versteckter Wohnungen zurückzuführen. Aber vielleicht lag es tatsächlich daran, dass Wasser in ein ungenutztes unterirdisches Wassersystem sickerte. Mhm. Könnten die Menschen früher wirklich ein unterirdisches Bewässerungssystem gebaut haben, das von einer mächtigen Pumpe angetrieben wurde und sich bis nach Sayed al-Aryan und über ganz Ägypten erstreckte? In der heutigen Zeit wurde die Forschung zu diesem Thema fortgesetzt. Und tatsächlich beginnt die Wissenschaft zu enthüllen, dass es noch um viel weiteres... Das war doch gerade Stockmaterial, wo man einfach transparent eine Pyramide drüber gelegt hat, oder? Ganz ehrlich. Das ist doch... Es gehen könnte, als nur Wasser zur Bewässerung zu pumpen. Anfang 1999 durchsuchte ein Schiffsingenieur namens John Catman die Regale in einem Antiquariat, als er über ein altes, staubiges Exemplar... Digga, das hat jetzt schon Potenzial, die weirdeste Story ever zu werden. Das ist so möchte gerne Indiana Jones. ...eines äußerst ungewöhnlichen Buches stolperte, das von einem gewissen Edward Kunkel geschrieben wurde und den Titel Pharaoh's Pump trug. Als Experte für Hydraulik faszinierte das Buch Catman, also kaufte er es und nahm es mit nach Hause. Als er anfing, es genauer zu lesen, stellte er schnell fest, dass Kunkels Idee so lächerlich war wie zunächst angenommen. Catman wollte mehr wissen und begann alles über die große Pyramide zu erfahren, was er konnte. Was er entdeckte, zog ihn sofort in seinen Bann. Chat gerade auch, das ist ein geiler Trainingsplan. Pharaoh's Pump, Alter. Kennst du doch? Pyramidale Sätze. Ja, ist wahr. Sind einfach Pharaoh's Pump. Ja. Das Ägypto-Lügen-Gym-Special. Die irdische Kammer der großen Pyramide sah auf unheimliche Weise aus wie der Grundriss einer Wasserpumpe. Pharaoh's er führte Pump. Seine Nachforschungen weiter und stellte anhand von Fotos fest, dass die unterirdische Kammer offensichtliche Anzeichen von Wasserschäden aufwies. Insbesondere an der Decke. Sekunde, damit kennen wir uns aus. Wir gucken uns das kurz genauer an. Wo Anzeichen von Gravitation, die durch Gasblasen... Also den Pfeil hättest du ja wirklich an jede andere Stelle setzen können. Ausgerechnet da ist nix! ...blasen im Wasser aufgrund heftiger Aufwirbelung verursacht wurden. Offensichtlich und deutlich waren Schäden durch auftretende Kompressionswellen. Mit anderen Worten, die unterirdische Kammer konnte nicht nur theoretisch als Wasserpumpe funktionieren, sondern nach Catmans geschulten Augen schien sie auch als solche genutzt worden zu sein. An diesem Punkt wusste Catman, was er tun musste. Er musste auf seine jahrelange Erfahrung mit Hydraulik zurückgreifen und sein eigenes, maßstabsgetreues Modell der Pyramide und ihrer unterirdischen Kammer erstellen, um zu sehen, ob sie wirklich als Wasserpumpe funktionieren würde. Im Juli 1999 baute er sein erstes Modell, wobei er einen nahegelegenen Fluss als Stausee nutzte. Leider funktionierte das Modell nicht. Zuerst. Das Video hätte auch einfach jetzt so die letzten 5 Sekunden sein können. Vorbei. Jetzt leckte es, dann knackte es
und pumpte nicht wie erhofft Wasser. Aber so schnell würde Catman nicht aufgeben. Er baute ein weiteres Modell, dann ein weiteres, die beide das gleiche Schicksal erlitten wie das erste. Aber bei seinem vierten Versuch machte er alles richtig. Und sehr zu. Deshalb haben die auch da mehr als eine Pyramide stehen. Hat nicht geklappt, hat nicht geklappt, hat nicht geklappt. Aber bei der vierten, finally, Alter. Deshalb kommt keiner drauf, weil es nur bei einer geklappt hat. Drei waren Fails. Ich würde denken, sein Fehler war, dass er bei den ersten drei nicht geschummelt hat, eine elektrische Pumpe eingebaut hat. Ich würde denken, sein Fehler war, dass er vergessen hat, eine Pyramide zu bauen. Ja, denke ich auch. Hast du recht. Catmans Freude funktionierte seine Pumpe. Dies bewies Catman zweifelsfrei, dass die große Pyramide als riesige Wasserpumpe hätte funktionieren können und dass dies sicherlich kein Zufall war. Es sei klar, behauptete er, dass die Schöpfer der unterirdischen Kammer der großen Pyramide genau gewusst hätten, was sie taten. Ganz klarer Beweis. Ja. Ist das perspektivisch oder ist die eine Pyramide wirklich so klein? Das ist Perspective, Bro. Danke. Dies war der Durchbruch, auf den die Anhänger von Edward Kunkels Originalwerk in den 1960er Jahren gewartet hatten. Der greifbare Beweis, dass eine Wasserpumpe in der großen Pyramide mehr als nur Spekulation war. Und doch, als Catman seine Forschungen fortsetzte, wurden die Ergebnisse noch überwältigender und gingen tatsächlich weit über das bloße Pumpen von Wasser hinaus. Nachdem er bewiesen hatte, dass die unterirdische Kammer der großen Pyramide als Wasserpumpe funktionieren könnte, baute Catman ein neues, größeres Modell und schloss es in Beton ein, um die Auswirkungen der unterirdisch arbeitenden Pumpe zu simulieren. Er brachte das Modell, das über 500 Pfund wog, an einen saisonalen Bach mit einem Teich. Ich bin mir ziemlich sicher, er hat das in Beton eingegossen, damit niemand die elektrische Pumpe sieht. Der als Reservoir diente. Als dieses Modell zu arbeiten begann, bemerkte Catman sofort etwas, das ihn schockierte. Die in Beton eingeschlossene Pumpe, der hat eine Pyramide darüber. Endlich. Erzeugte eine vertikale Kompressionswelle, einen wiederkehrenden herzschlagähnlichen Schlag, der in 6 Meter Entfernung durch den Boden zu spüren und in mehr als 30 Meter Entfernung zu hören war. Catman erkannte, dass das... Was? Was er konstruiert hatte, weit über eine Wasserpumpe hinausging. Aufgrund der starken Wellen, die erzeugt wurden, benannte Catman das Gerät Impulsgenerator. Jawohl! Wirklich alles jetzt! Now we talking! Now we talking! Freie Energie and shit! Muss man wissen! Das ist der Moment, oder? So. Jetzt ist es bald, let's go! Wenn die unterirdische Kammer der großen Pyramide Pulswellen erzeugte, hätten sich diese Wellen durch die oberen Granitkammern und Gänge der Pyramide bewegt und aufgrund der reflektierenden Eigenschaften des Granits eine Ionisation in der Atmosphäre erzeugt, die tatsächlich ein elektrisches Feld erzeugte. Einfacher ausgedrückt, hätten die von der unterirdischen Pumpe erzeugten Impulse mit dem Granit der Pyramide zusammengearbeitet, um Strom zu erzeugen. Yes! War ein Tesla-Tower. Ich habe zu viel Command & Conquer gespielt, um zu wissen, was die damit gemacht haben. Die haben Eindringlinge abgewehrt mit Blitzen. Sag ich euch, so ist das. Es schien, dass Catman nicht nur bewiesen hatte, dass die große Pyramide als Wasserpumpe fungieren konnte, um Wasser zur Bewässerung durch Ägypten zu bewegen, sondern tatsächlich auch Strom erzeugen konnte. Könnte das wirklich möglich sein? Ja. Natürlich wissen diejenigen, die diesen Kanal kennen, dass die Idee der großen Pyramide als elektrischer Generator nicht mit John Catman begann. Tatsächlich tauchte dies bereits um die Wende des 20. Jahrhunderts an prominenter Stelle in der Arbeit des berühmten Erfinders Nikola Tesla auf. Natürlich! Wenn Sie mit der Größe von Tesla nicht vertraut sind, sollten Sie sich unser vollständiges Video über Teslas geheime Erfindungen, die verloren gingen oder zensiert wurden, ansehen. Aber während viele von Ihnen die Arbeit von Tesla bereits kennen... Was ist das? Was soll das sein? Na, da musst du wohl das Video über die zensierten Erfindungen von Nikola Tesla gucken. Das ist eine große Vape, sag ich dir. Sind Sie sich vielleicht auch nicht seiner Besessenheit vom alten Ägypten und insbesondere den Pyramiden bewusst,
die er im Detail studiert hat, über die er geschrieben und in seine Arbeit aufgenommen hat. Warum ist da das Bild von dem Opa? Weil er aussieht wie ein Alien oder was? Warum ist er denn da jetzt? Stellen Sie sich vor, Tesla reichte 1905 ein Patent mit dem Titel Kunst der Übertragung elektrischer Energie durch ein natürliches Medium ein, das das Design für etwas namens Teslas elektromagnetische Pyramide enthielt. Er ergänzte sein Genie mit dem, was er über das alte Ägypten gelernt hatte. Und seine Idee war es, eine riesige pyramidenähnliche Struktur zu verwenden. Digga, ich sag dir, Pyramide ist auch eine ganz exklusive Sache. Was wisst ihr, Mathematiker? Was verheimlicht ihr? Um Energie in den Himmel zu projizieren, wo sie dann von einzelnen Rezeptoren auf der ganzen Welt genutzt werden könnte. Interessanterweise baute Tesla tatsächlich ein Modell seiner elektromagnetischen Pyramide, die als Wardenclyffe Tower bekannt ist. Eine 57 Meter hohe Struktur, die mit einer 55 Tonnen schweren Kuppel aus leitfähigem Metall gekrönt ist. Leider verlor Tesla seine Finanzierung, bevor er endgültig beweisen konnte, dass sein Modell Energie erzeugen kann. Und das Projekt wurde eingestellt. Und doch, obwohl Teslas Arbeit an elektromagnetischen Pyramiden verschwand, verschwand die Idee nicht. Digga, sind dank groß. Tesla begannen viele, die große Pyramide mit neuen Augen zu betrachten. Insbesondere ihre ursprüngliche Beschaffenheit, bedeckt mit weißen Kalksteinblöcken, die für ihre unvergleichlichen Isoliereigenschaften bekannt sind, ihre Tunnel und Kammern darunter, die mit Granit ausgekleidet sind. Ein bekannter elektrischer Leiter. Dies wäre einfach der perfekte Aufbau gewesen, wenn die Absicht gewesen wäre, Elektrizität zu erzeugen und zu nutzen. Kleine Granitkanäle mit elektrischer Leitfähigkeit, die von einer Isolierung umgeben sind, ähnlich wie in Gummi umhüllte. Die haben doch zu viel Minecraft gespielt gerade, oder? Wieso? Den Strahl gab es doch bestimmt in verschiedenen Farben und hat den Leuten Buffs gegeben, deswegen konnten die Steine transportieren, wette ich. Ja. Kupferdrähte in modernen elektronischen Geräten. Darüber hinaus ist bekannt, dass die große Pyramide ursprünglich von einem Deckstein aus Gold gekrönt wurde, einem der elektrisch leitfähigsten Materialien der Erde. Ich möchte nur ganz kurz erwähnen, dass GFZ, also das Geoforschungszentrum in Potsdam, hat einen Artikel, wo es unter anderem darum geht, dass Granit und Marmor elektrischen Strom so gut wie nicht leiten. Mhm. Auch rosaner Marmor mit seinem hohen Eisenanteil ist kein guter Leiter für Strom. Das sagst du jetzt. Ja, das sag nicht ich, das sagt das GFZ. Und wer hat die gekauft? Wem gehören die? Chateau, Olli. Chateau. Ähnlich wie Teslas Wardenclyffe Tower mit einer 55 Tonnen schweren Metallkugel gekrönt wurde. Mit anderen Worten, wenn die große Pyramide für Elektrizität konzipiert war, hätten ihre Erbauer es nicht besser machen können. Und wenn nicht, wären sie durch einen historischen Zufall zufällig auf das perfekte Design gestoßen. In der Tat war der Beweis so eindrucksvoll, dass sich die Idee bis in die Neuzeit weiterentwickelt hat. Christopher Dunn ist ein Maschinenbauingenieur, der seit mehr als einem halben Jahrhundert auf höchstem Niveau in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig ist. In den 1970er Jahren begann Dunn, sich für die Mysterien der großen Pyramide von Gizeh zu interessieren. Parallel zu seinem Hauptberuf in der Luft- und Raumfahrtindustrie begann er seine Freizeit damit zu verbringen, die Cheops-Pyramide aus maschinenbaulicher Sicht zu erforschen. Wir haben Cheops gesagt. Langsam aber sicher kam er zu dem Glauben, dass hinter der Pyramide mehr steckte, als es den Anschein hatte. Da ist einer ganz großen Sache auf der Spur. Da ist auch der auffällt. In seinen Worten, ich kam zu dem Schluss, dass mit einer solchen Investition von Ressourcen und der extremen Präzision, die in das Gebäude hineingearbeitet wurde, es ein Gebäude war, das als Maschine funktionierte und die Maschine dazu diente, Energie aus der Erde zu gewinnen. Ich wurde inspiriert zu forschen und herauszufinden, wie diese Maschine funktioniert. Mehr als 20 Jahre lang führte er diese Forschung durch, wurde zu einem prominenten Experten auf diesem Gebiet, veröffentlichte Dutzende von Artikeln und trat als vertrauenswürdige Stimme im Mainstream-Fernsehen auf. Aber die
Alter, wie geframed die ganze Scheiße auch ist, ey. Ei. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ja. Es ist ja an sich schon seltsam, dass die Wege alle so kreuz und quer verschiedene Steigungen haben und so. Mhm. Ne? Ist das jetzt, also man könnte jetzt sagen, das ist darauf zurückzuführen, dass die das nicht ganz akkurat bauen konnten, aber guck dir die Pyramide an, die ist akkurat gebaut, unwahrscheinlich. Warum baut man das nicht anders? So, also ist halt schon weird auch. Oder? Ja. 1998, ein Jahr vor John Cadmans legendären Experimenten, die elektrische Kapazität der großen Pyramide bewiesen, veröffentlichte Dunn schließlich seine wegweisende Arbeit. Das Buch The Giza Power Plant beschrieb akribisch ein System, in dem die große Pyramide seismische Energie aus der Erde zog und in der Königskammer Strom durch die Verwendung von Wasserstoff erzeugte, der durch eine chemische Reaktion in der Königskammer erzeugt wurde. Das ist das, was ich meinte. War so bahnbrechend, dass die Forscher auf der ganzen Welt dazu inspirierte, seinem Beispiel zu folgen. Alle. Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird die Forschung fortgesetzt und erweitert. Bahnbrechend. Jedes Jahr nur noch erstaunlicher. Tatsächlich nimmt die Wissenschaft und insbesondere die Mainstream-Wissenschaft mehr denn je die Idee der großen Pyramide als elektrischen Generator ernst. Tatsächlich wurde 2018 im renommierten Journal of Applied Physics eine Studie veröffentlicht, die die Reaktion der großen Pyramide auf Radiowellen untersuchte und zu dem Schluss kam, dass die Pyramide tatsächlich elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie... Fun Fact. Man kann auf verschiedensten Plattformen, sogar an Hochschulen, grundsätzlich erstmal alles veröffentlichen. Und das ist ja der Vorteil, weil dann wird das quasi gelesen, gegengelesen, belegt, widerlegt, etc. Also wenn jemand flexen will mit, es wurde eine Studie veröffentlicht, heißt das gar nichts. Ja. Diese Info ist nie irgendwas wert. unter ihrer Basis konzentrieren könnte, was die Forschung von Cadman und die Ideen von Tesla zu bestätigen scheint. Dann, im Jahr 2019, wurde von den Ägyptologen James Brown sowie JJ und Desiree Hertag ein neues Buch mit dem Titel Giza's Industrial Complex veröffentlicht, das auf der Arbeit von Dunn aufbaut und darauf hindeutet, dass das gesamte Gizeh-Plateau als Energieerzeugungszentrum fungiert. Den Autoren zufolge... Hier so ein Sandmensch aus Star Wars. Doch. Was Digga. Digga, hört auf Pilze zu essen. Nee, hört nicht auf Pilze zu essen. Pilze sind angeblich mit dafür verantwortlich, dass wir den Sprung vom Affen zum Menschen geschafft haben. Und angeblich auch die Basis für sämtliche Religionen. Ja. Ja, auch das. In der Tat. Um und unter dem Plateau so konzipiert, dass sie einen ausgeklügelten Prozess der Wasserspaltung aktivieren, der es ermöglichen würde, Wasserstoff als Brennstoffquelle zu nutzen. Natürlich. Wie sie es in ihrem Buch ausdrücken, es gibt gute Beweise dafür, dass die große Pyramide eine gigantische Wasseraufbereitungsanlage war, um elektrifiziertes Wasser zu erzeugen. Aha. Es ist bezeichnend dafür, ist das so, wie weit die Idee der großen Pyramide als elektrischer Generator gekommen ist, dass das Buch und die Idee nicht sofort als lächerlich abgeschrieben wurden. Anstatt verspottet zu werden, gewann das Buch tatsächlich Preise, darunter den renommierten New York City Big Book Award. Können wir einer nachgucken, was der New York City Big Book Award ist? Danke. Interessiert mich auch. Der renommierte New York City Big Book Award, bitte. Ja, bitte. Ich bin sehr gespannt. Wiederum sieht die Mainstream-Wissenschaft mehr denn je die Möglichkeit der großen Pyramide als elektrischen Generator als durchaus möglich an. Award rules. Lassen Sie uns in diesem Sinne dorthin zurückkehren, wo wir begonnen haben. Zu Zayed al-Aryan. Könnte die Grube in Zayed al-Aryan durch unterirdische Passagen mit der großen Pyramide verbunden gewesen sein, die zum Bewegen von Wasser verwendet wurden, wie viele nahegelegt haben, aber nicht zum Zwecke der Bewässerung,
sondern zum Bewegen von elektrifiziertem Wasser, das verwendet wurde, um eine alte Zivilisation zu befeuern, wie Brown und Hurtax angenommen haben? Vielleicht hat das etwas mit den schwarzen Rückständen zu tun, die Barsanti in der ovalen Wanne in der Grube gefunden hat. Vielleicht auch nicht. Könnte dies ein Beweis für eine Art elektrisches Brennen oder einen chemischen Prozess sein? Die polierte, spiegelähnliche Wanne, Laser. Der Ort, an dem Strom erzeugt wurde? Vielleicht wurde die Forschung auf dem Gelände deshalb... Ich weiß jetzt, wie die das machen. Ich weiß, wie die Leute auf ihre Seite ziehen. Die labern dich so lange voll, bis dein Hirn weich wird und man es dir mit einem Haken aus der Nase ziehen könnte, wie bei den Pharaonen. Ja, und dann glaubst du den Sch*** irgendwann. 1964 so abrupt eingestellt, weshalb es jetzt in einem gut bewachten Militärgebiet eingeschlossen ist. Vielleicht liegt unter der Grube von Zayed al-Aryan, versteckt in einem Gebiet, das Alessandro Barsanti so sehr zu erreichen versuchte, der Beweis für ein elektrisches altes Ägypten. Ja, vielleicht auch nicht. Die Art von Geheimnissen, die unser Verständnis der Menschheitsgeschichte völlig verändern würden. Leute. Die Geschichte der Menschheit muss neu geschrieben werden, schon wieder. Dankeschön. Also der New York City Big Book Award ist einfach tatsächlich ein Award von einer privaten Firma, die auch ein Magazin rausbringt, das so heißt. Und das Buch muss einfach nur groß sein. Ist das wichtig? Du bezahlst $99, dann nimmst du daran teil. Jedes veröffentlichte Buch kann daran teilnehmen. Moment, du zahlst $99 und bist automatisch nominiert? Ja. Kriegen wir es hin? Ja. Dass unser... Ach das? Nee, das glaube ich nicht, aber... Den New York City Big Book Award gewinnt. Ja? Sehr schön. Kriegen geil. Wir das hin? Wahrscheinlich. Ich meine, das Community Power machbar, oder? Übrigens steht extra da, das Veröffentlichungsjahr spielt keine Rolle. Lol. Nun, ich sehe, wir haben eine Mission. Ich habe da wirklich Bock, das zu machen. $99, let's go, Alter. Für den Gag? $99, let's go. Da zahle ich selber. Nominiert ja. Für den New York City Big Book Award. Das schreiben wir da vorne sagen. Fett rauf. Ja, nominiert für können wir dann sagen, auf jeden Fall. Bitte! Ich möchte das, bitte. Darf ich?